Vier auf einen Streich. In diesem Video gehen wir gemeinsam durch vier Einfamilienhäuser hier in Philadelphia. Diese vier Häuser waren Bestandteil eines größeren Immobilienpaketes, was wir uns hier angeschaut haben. Und wenn du dich jetzt dafür interessierst, wie man Häuser im Paket sozusagen im Dutzend billiger kauft, dann ist das dein Video. Let's get into it. The Lucas Show. Auf meinem Kanal geht es rund um das Thema Immobilien in den USA. Heute schauen wir uns gemeinsam vier Einfamilienhäuser an. Diese vier Häuser waren Bestandteil eines größeren Paketes. Diese vier Häuser haben wir geprüft und sind mit der gesamten Crew nacheinander an einem Tag zu jedem der Häuser gefahren und haben es auf Herz und Nieren gecheckt. Zuerst schauen wir uns mal die Zahlen an. Danach nehme ich dich mit zum Hausdurchgang und zur Inspektion. Ob und welches der Objekte wir letztendlich gekauft haben, das erfährst du am Ende des Videos. Jetzt erstmal die Kurzübersicht der Zahlen. Jedes Haus, was du heute siehst, ist mit einem Kaufpreis von $105.000 ausgeschrieben. Also 4 mal 105.000 sind $420.000. Und was bekommt man jetzt dafür? Ja, laut Beschreibung der Verkäufer 4 Turnkey, also komplett renovierte und bezugsfertige Einfamilienhäuser mit jeweils 3 bzw. 4 Schlafzimmern und 1 bzw. 2 Bädern. Alle liegen in Nordphiladelphia. Was du jetzt hier siehst, ist eine Übersicht der 4 Objekte in der Van Pelt Street, der Nord Bancroft, Nord Woodstock und Opal. Diese unteren 3 Häuser sind jeweils 3 Schlafzimmer und ein Bad und das obere ist ein 4 Schlafzimmer und 2 Bad. 2 Bäderhaus. Ob das jetzt 4 Schlafzimmer sind, ist so eine Streitfrage. Auf jeden Fall sind die 4 Schlafzimmer eingetragen. Ja, und natürlich der Kaufpreis für alle 4 zusammen $420.000 Cash. Die Zahlen kannst du dir natürlich auch als Excel nachher runterladen. Den Link zum Google Sheets, den findest du in der Beschreibung des Videos. Wenn du schon da unten in der Beschreibung bist und Themenwünsche, Fragen, Anregungen hast, dann einfach ab damit in die Kommentare. Ach ja, Like da lassen, Abo, Glocke, den ganzen Drill, du kennst es. Danke dir vorab. Weiter geht's mit dem Hausdurchgang. Schauen wir uns die Objekte mal im Detail an. There we go. So. Schauen wir uns das Ganze mal an. Kleines Eingangszimmer. Office, Schlafzimmer, per Definition fehlt hier ein Schrank. Schöne Sitzgelegenheit. Dann haben wir hier unten noch ein Badezimmer. Hausdurchgang, immer schön. Wassertaschen. So sieht man, ob am Ende irgendwas liegt oder irgendwo rauskommt. Badezimmer. Ja, ab nochmal von dem Spiel. Wo machen wir mit? That's the thing. Oh, so kann man auch eine Tür zu machen. That's one way to do it. Gut. Küche sieht ja gut aus. Groß, gerade Countertop. Gut, Qualität ist eine andere Frage, aber Cabinets, auch das ist okay. Schauen wir nochmal in den Keller. Thermostat ist an. Riecht ein bisschen nass hier unten. Teppich. MVPs. That is interesting. Oh, gut gemacht. Naja, gut nicht, aber. Okay. Water is running. Schlafzimmer, noch ein Kleiderschrank. Okay. Gut. Ja, cool. Haus Nummer 1. Musik.
Peter. Das ist eine Mini-Split-Anlage. Got it. Hier. Zum Leak. It's leaking down here. Yeah, it's pouring out the tank. Oh, okay. And it's not... Water leaks everywhere. Yep. Try this in fog. Yeah, and I'm not sure it's not leaking down here. I think it's the overflow from top. No. The sink J-trap is clogged. Yeah, that's so it's the overflow. Then, yeah. But everything else is pretty good. Oh no, it's just not connected. I can fix this right now. If you break it, you have to buy it. We're already buying it, and we're gonna break Yes, sir. You can do the video line off you want. Yes, sir. I'm on it. Oh. There's another one outside. Neighbors. Oh, neighbors. Okay. Oh, there's another one. Yeah. Oh man. I was scared. There's a one. Somebody else down there? Or? Yeah. Yeah. Cool. Thank you. Excuse me. Wow, ich habe schon viele Häuser und darunter auch echte Bruchbuden gesehen. Aber dieser Keller, oh, der Gestank, da hebt's mich gleich nochmal. Das bleibt im Gedächtnis. Der Keller, der war hart. Wow. Oh. Just don't go down there. Okay. I'm not going. My job is done. Oh. Ich wollte selten so viel kotzen wie gerade eben. Weil dann im Keller haben sie ihre Hunde gehalten. Okay. Und nicht sauber gemacht. Das ist der Hammer. Keller geht nicht. Boah. Echt? Oh, mich hat's gehoben. Scheiße. Alles klar. Keller ist eine spannende Geschichte down there. Ja,
Go for it. Looks like a plumbing issue. Yeah, I remember this one. It's a lot of slushy slush, whatever it is. Spider webs are over. So, yeah, I'm gonna stay up here. And, this one was changed a while back. That bottle over there was changed for. In the bowl there. Probably came from the basement and bubbled up. I think so too. Manöverkritik, Fragen, Wünsche, Anregungen? Ab damit in die Kommentare. Ich will natürlich besser werden. Ich will dein Feedback. Danke dir schon mal dafür. Was, du bist immer noch dabei? So viel Ausdauer muss belohnt werden. Dafür gibt's ein bisschen Bonusmaterial, Insights und Zahlen zu den Häusern. Aber gleich vorab, der Deal war alles außer einfach. Der Verkäufer, also die Verkäufergruppe, die haben natürlich gesagt, ja, die Häuser sind alle turnkey. Hey, ist eins der DVD-Spieler, wollen kaufen? Turnkey heißt, du drehst den Schlüssel um, ein neuer Mieter kann einziehen oder du selber und kann darin wohnen. Das ist ja klassische Fix-and-Flip-Ansatz gewesen. Fix-and-Flip, meiner Erfahrung nach. Ed? Das ist immer gelber Schnee. Ich habe noch nicht anders erlebt, dass Fix und Flip irgendwie Turnkey sei, wenn es auch als Turnkey ausgeschrieben ist. Fix und Flip, gelber Schnee. Meine Meinung. Du hast eine andere Meinung? Schreib mir das am besten in die Kommentare. Alle Häuser waren nur zu ca. 80% fertig renoviert. Essentielle Sachen. Wasserleitungen, Klimaanlage und Heizungen. Das hat teilweise gar nicht funktioniert. Ja, die waren da, die waren auch teuer, die waren aber nicht angeschlossen, die haben nicht funktioniert. Türschlösser, elektronische Türschlösser, nie angeschlossen. Die Probleme konnten selbstverständlich alle behoben werden. Der Kaufpreis von 105.000 pro Haus, der wurde nicht überschritten. Aber die Häuser wurden fertiggestellt. Das heißt, die fehlenden 20%, die der Verkäufer unterschlagen hat, die wurden nachträglich wieder eingebaut und auch dem Verkäufer in Rechnung gestellt. Die Häuser sind fertig renoviert und inzwischen auch alle vermietet. Rechnen wir jetzt noch die Kaufnebenkosten dazu, also die Closing Costs sind so ca. 5%, 5.000 pro Haus, sind wir bei einer Gesamtinvestition von $440.000 Cash. Hier nochmal die Zahlen im Detail. Der Deal waren 105.000 pro Haus, Closing Kosten ca. 5% dazu, sind wir nochmal bei 5.000, also in Summe 440.000. Vier Häuser, jeweils 110.000 Gesamtinvestitionen. Die Häuser sind vermietet und jeden Monat kommen aktuell Mieteinnahmen in Höhe von $4.600. $4.600 Mieteinnahmen bei der Investitionssumme, das schießt das ganze Haus, die ganze Paketstruktur auf eine Bruttorendite von 13%. 13% brutto, was geht noch ab? Versicherung geht ab, Property Management, also Hausverwaltung geht ab, Steuern gehen ab. Ja, dann bleiben noch 9% Nettorendite übrig. 9% Nettorendite aus dem Stand. Ach ja, die Wertsteigerung der Häuser, die rechne ich gar nicht mit ein. Natürlich auch nicht die steuerlichen Vorteile. Völlig uninteressant für die wirtschaftliche Betrachtung dieser Häuser, denn uns interessiert nur, was macht ein Haus aus dem Stand. Der Deal ist ein Cash-Deal. Das heißt, es ist noch keine Bankfinanzierung dahinter.
Um eine Bankfinanzierung zu kriegen, muss das Haus geseasoned sein. Also jedes einzelne Haus muss geseasoned sein. Das muss ein paar Monate im Besitz des Investors gewesen sein. Es muss hergestellt sein und erfolgreich vermietet sein. Und dann hat man die besten Chancen, so ein Haus zu refinanzieren. Sollten diese Objekte refinanziert werden, katapultiert das die Eigenkapitalrendite durch die Decke. Aber mit einem Cash-Investment 9% Rendite netto aus dem Bestand erwirtschaften ist gar nicht so schlecht, oder? Was meinst du? Schreib mir das mal in die Kommentare. Jetzt bleibt noch eins. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.